Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es wieder einen kleinen Mount Guide. Heute geht es um einen Mount, was wir durch einen bestimmten Pakt bekommen. Und zwar von dem Pakt der Necrolords. Und dort kriegen wir es durch eine Quest. Und zwar schimpft sich die Quest der Feind auf der Schwelle. Was müssen wir machen, um die Quest zu erhalten? Ihr müsst einfach bei eurem Pakt auf die Rufstufe 5 kommen, also Ruhmstufe 5, dann geht nämlich die Paktkampagne weiter und ihr bekommt sofort diese Quest, der Feind auf der Schwelle, und dort ist es einfach so, dass wir hier vor dem vor dem Paktsitz quasi ein paar Mobs mit einem Mount umhauen müssen. Also hier können wir dann aufmounten, müssen mit dem Flugviech ein paar Viecher abschießen, haben die Quest fertig, können sie abgeben und kriegen dann direkt unseren kriegsgezüchteten Tauralus, schimpft sich das. Ich würde sagen, ich gebe die Quest jetzt mal ab. Und dann schauen wir uns das an. Falls ihr nicht wisst, falls ihr nicht wisst, wie ihr auf die Ruhmstufe 5 kommt, es gibt jede Woche in der Paktzentrale hier zwei Quests, wo ihr eine Rufstufe oder eine Ruhmstufe dazu bekommt. Die nehmt ihr einfach an. Oft ist es hier bei diesem Anima-Typen, müsst ihr einfach 1000 Anima sammeln. Oder ich habe heute auch eine gekriegt, wo man 5 Seelen sammeln soll. Und dementsprechend bringen die euch die Ruhmstufen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach draußen. Da können wir nämlich dann auch aufmounten. Dann schauen wir uns das schicke Viech auch an. Zack, einmal gelernt. Das ist, glaube ich, eins von denen, die ich noch nicht habe vom Aussehen. Es gibt ja ziemlich viele Recolors in dem Add-on, aber ich meine, so eins habe ich noch nicht. Jetzt gucken wir mal. Maldraxis. Da, genau, schickes Viech. Das ist ja auch quasi das Viech, das die Wachen hier reiten, bloß ein bisschen mehr Rüstung. Schauen wir mal, Mount Special. Ach. Es hüpft ein bisschen hin und her, auch nicht schlecht. Okay, also die Variante mit der Rüstung sieht natürlich wesentlich cooler aus, aber schon mal das Grundmount haben wir, ist ein schickes Viech und viel muss man dafür auch nicht machen. Necrolord müsst ihr halt sein, also wenn ihr das haben wollt, ihr mit eurem Main vielleicht nicht unbedingt Necrolord seid, schaut, dass ihr mit einem Twink das macht, 2 Wochen quasi hier die World Quest bzw. die Quest abschließt, um auf Ruhmstufe 5 zu kommen, und dann könnt ihr ganz easy das Mount euch holen. Das war's mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns nächstes Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.